Herzlich willkommen zur bidirektionalen automatischen Übersetzung zwischen grammatikbasierten Sprachen mit dem Fokus der Übersetzung zwischen Montecore und X-Text. Der Fokus dieses Videos wird auf der Anwendung liegen. Das heißt, wir werden zeigen, wie man eine Sprache von Montecore nach X-Text übersetzt, wie es funktioniert und wie wir das Ganze dann in X-Text anwenden können. Zuerst zur Motivation. Da es verschiedene Language Workbenches gibt, wie eben Montecore und X-Text, allerdings die Sprachen zwischen den verschiedenen Workbenches nicht wiederverwendbar sind, ist es notwendig, eine Übersetzung zu schaffen. Dies ermöglicht es dem Entwickler, die Vorteile beider Workbenches zu benutzen. Springen wir nun also in die Anwendung. Wir sehen hier die Übersetzung von Montecore nach X-Text und die Übersetzung von X-Text nach Montecore in zwei JAR-Files für ein Command-Line-Interface. Wir werden hier also nun diese JAR-Files anwenden für Montearc und auch die Supergrammatiken übersetzen. Danach werden wir die rückwirkende Übersetzung machen und das Ganze dreimal in Kette schalten. Die Kettenschaltung hilft uns, die Konvergenz der Übersetzung darzustellen. Im Grammars-Ordner liegen alle notwendigen Grammatiken, hier die Startgrammatik Montearc, die von der Java-DSL erbt, die wir hier auch vorliegen haben, genauso wie alle deren Supergrammatiken. Starten wir nun also die Übersetzung. Die Übersetzung selbst produziert viele Warnungen von Teilen der Grammatiken, die nicht übersetzt werden können. Dies bezieht sich viel auf Actions und Methoden, die X-Text nicht unterstützt. Auch werden wir in der Rückübersetzung einige Annotationsfehlern bekommen. Hier only deprecated annotations supported. Dies liegt in der Natur der Übersetzung. Montecore übersetzt nach X-Text und muss Regeln, die neu überschrieben werden, mit der Add-Override-Annotation versehen. Bei der Rückübersetzung stellt Anna aber die Übersetzung fest, dass die Override-Annotation von Montecore nicht unterstützt wird und sie deswegen auch nicht übersetzt werden kann. Daher können wir diese Warnungen ohne Probleme ignorieren. Nachdem die Übersetzung abgeschlossen ist, können wir nun also inspizieren, welche Ergebnisse wir bekommen haben. Zuerst werden wir hier feststellen, dass die Montear-Grammatik gemerged wurde. Dies liegt daran, dass sie mehrere Supergrammatiken hatte, durch die wir zusammenführen mussten. Hier ist es die Merged Java DSL Grammatik. Diese Merged Java DSL Grammatik wurde hier auch in Montecore erzeugt und erbt dann wieder ihrerseits von einer weiteren Supergrammatik, die alle ihre Supergrammatiken zusammenfügt. Wenn wir uns diese Grammatik anschauen, die aus Common Expressions, Assignment Expression, Java Class Expression, Shift Expression und so weiter besteht, werden wir feststellen, dass hier alle Regeln aller dieser Grammatiken zusammenkopiert wurde. Ansonsten hat dieser erste Schritt keinerlei Übersetzungen und Wirkung von Montecore nach X-Text. Sehen wir uns nun also an, was in der Übersetzung herausgekommen ist. Hier sehen wir die Montear-Grammatik als X-Text-Grammatik. Hier wird etwas Infrastruktur generiert und außerhalb der Kommentare sehen wir sehr viele Elemente, die uns sehr bekannt vorkommen. Wir werden uns also anschauen, ob diese Übersetzung funktioniert hat, indem wir das über Eclipse importieren werden. Wir erzeugen dafür ein Eclipse-Projekt für X-Text und geben ihm den Namen unserer Sprache, de.montearc.montearc. Außerdem müssen wir nicht nur das Projekt so benennen, sondern auch die Sprache so benennen und eine Extension für die Modelldateien geben, die dazu passt. Wir wählen hier merged-montearc. Eclipse generiert nun einiges an Infrastruktur. Hier in das Hauptprojekt werden wir nun alle generierten Dateien hineinkopieren. Dafür müssen wir alles überschreiben. Das Wichtigste ist die Generate Merged Montearc Datei, wo wir hier den Base-Pfad an das Projekt anpassen werden, sowie angeben, dass wir auch Eclipse-Dateien generieren möchten.
Diese MWE-File sorgt dafür, dass die Übersetzung, dass die Generierung der Artefakte richtig funktioniert. Wir starten diesen Workflow, werden die Fehler vorerst ignorieren können und generieren nun Xtext-Artefakte. Dafür werden wir zuerst die Basic-Sprache generieren müssen, dann die nächste Grammatik, dann die dritte Sprache, dann die vierte, bis wir schließlich bei Merged Monte Arc angekommen sind. Nachdem die MWE-File durchgelaufen ist und der ganze Workflow ausgeführt wurde, haben wir einige neue Artefakte erzeugt. Normalerweise könnten wir jetzt direkt die Eclipse Application starten. Wir haben allerdings noch Fehler, die müssen wir jetzt beheben. Die Übersetzung generiert einige Parser, damit wir auch standalone ohne Eclipse unsere Übersetzung benutzen können. Diese Dateien funktionieren allerdings nicht ohne einige RTE-Klassen, die hier nicht importiert wurden. Daher werden wir sie einfach löschen. Nachdem wir alle Parser gelöscht haben, können wir nun also die Eclipse Application starten. Es öffnet sich ein neues Eclipse, das nun Support für unsere neue Sprache beinhaltet. In dieser Sprache haben wir bereits ein Testprojekt angelegt und erzeugen jetzt eine Modelldatei. Wir nennen sie Model und vergeben ihr die Dateiendung, die wir vorhin festgelegt haben, Merged Monte Arc. Es öffnet sich ein Editor, der jetzt Support für diese Sprache hat. Mit der Tastenkombination Steuerung und Leertaste öffnen wir die Autocompletion, können direkt sagen, wir möchten hier eine Component definieren. Die Fehlermeldung sagt, wir haben das Ende des Modells gefunden, brauchen aber eine geschweifte Klammer. Nun ist unser Modell richtig. Wir können wieder mit Steuerung und Leertaste uns überlegen, was wir hier definieren wollen. Wir möchten einen Port definieren. Dieser Port braucht natürlich eine Definition, ob er in- oder outgoing ist, dann einen Typ und einen Namen. Wir können nun feststellen, dass der Port auch ausgehend sein soll. Und zwar können wir hier uns jetzt sagen, welcher Typ er denn haben möchte. Wir hätten gerne einen Integer. Die Namensautogenerierung funktioniert selbstverständlich nicht. Den Namen müssen wir uns schon selbst überlegen. Nun ist unser Modell durchaus fertig und so könnten wir jetzt so weit modellieren, wie wir möchten. Wir werden einige Beispiele zeigen von Monte Arc Modellen, die benutzt werden und die hier auch funktionieren. Wir werden allerdings auch zeigen, bis nur zu welchen Grenzen sie funktionieren werden. Hier sehen wir die Motor Control. Hier befindet sich in der Compute-Methode etwas wie ein If-Statement, was wir sehr gut falten können. Das ist ein automatisch generiertes Feature von Xtext. Im Ballfinder stellen wir allerdings fest, dass wir eine Grenze bekommen haben, wenn wir uns Stereotypen anschauen. Nachdem wir Monticos No Space Command nicht in Xtext darstellen können, da diese semantischen Prädikate nicht unterstützt werden, müssen wir hier ein Leerzeichen setzen, damit das Modell parsbar ist. Ein weiteres Beispiel ist der Logger. Der Logger hat eine Compute-Methode, das hier auch per Syntax-Highlighting dargestellt wird. Auch dieser hier funktioniert sehr gut und kann den kompletten Java-Code als richtig erkennen. Dieser Anwendungsfall der Übersetzung von Monticore nach Xtext zeigt, wie schnell wir für eine Monticore-Sprache ein grafisches Interface in Eclipse mit Hilfe von Xtext generieren können. Auch wenn es einige Schwachstellen noch hat, können diese in Zukunft ausgemerzt werden und ein perfekter Generator entwickelt werden. Dieses Beispiel für den Anwendungsfall von Monticore nach Xtext ist selbstverständlich das einzige, doch wollen wir Ihnen die Möglichkeit lassen, diese Anwendungsfälle selbst zu entdecken.